Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Wir begeben uns heute auf die Spuren eines Seeungeheuers, eines Mythos, eines Monsters, was Piraten immer wieder Schrecken eingeflößt hat, nämlich der Riesenkrake. Und ob dieses Tier es wirklich geschafft hat, komplette Piratenschiffe in die Tiefe zu ziehen, so wie hier oder hier oder hier im Ausschnitt von Flug der Karibik, das wird Norbert uns jetzt erklären. Und los geht's! Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Und da ist er, Captain Norbert Zayak. Wo sind die Riesenkraken? Boah, da sitzt man einmal vorm Aquarium und genießt einfach mal die Idylle. Und dann bist du schon wieder da. Dieses Aquarium ist wunderschön. Ja, deshalb sitze ich ja hier. Der ungefähr 2,5 Meter breit, würde ich sagen, ne? Aber ein Riesenkrake würde reinpassen und den möchtest du mir heute zeigen. Ja, aber die Riesenkraken, die sind gerade aus. Wir haben ja gar nicht... Aber wir haben die Kinder von Riesenkraken. Ja, Kinder hätte ich da. Kleine... So, eigentlich müsste ich ja, ich bin ja Angler. Kleine Riesenkraken habe ich da. Also sind die direkt um die Ecke, oder was? Ja. Okay. Ja, hier habe ich ein bisschen Futter gefunden. Das stand hier in der Abteilung. Die haben sich scheinbar schon was aufgetaut. Das ist ein Stint. Kleine Fische, die gefangen und gefroren werden als Futterfische. Das ist aber kein Stint. Gamba. Wolltest du den essen? Kannst du ja teilen. Bist du schon mal ein Piratenschiff gefahren? Ich? Immer. Ja. Ich fahre ja selber Schiff regelmäßig. Da muss ich ja mal... Ach, hier ist ja schon einer. So, wir sind euch heute bei Kraken, genau. Oder Tintenfische oder wie wir sie nennen wollen. Oder Oktopus. Ja. Das ist der große blaue Oktopus oder Krake. Jetzt hat er sich natürlich optimal hinter der Schrift versteckt. Ja, der wird aber da sich gleich ganz sicherlich zeigen. Aber vielleicht möchte er auch aufmerksam machen auf Achtung, Deckel immer zuhalten. Das hat bestimmt einen Grund, warum? Also da steht also auch noch, sehe ich gerade, reserviert für einen Chef. Also ich wollte den gar nicht essen. Aber okay, Deckel immer zuhalten. Da fangen wir schon mit einer super spannenden Frage an. Warum? Ein Tintenfisch hat ja logischerweise auch Augen, um mal zu sehen. Und die Augen sind im Verhältnis zum Kopf, vielleicht sehen wir sie gleich, wenn er sich bewegt, sehr klein. Und da, wo das Auge durchpasst, passt der ganze Fisch durch. Ach krass. Wir haben hier auch extra nochmal eine Silikonnaht nachgelegt, das ist alles verstopft. Und da hinten ist irgendwie so Schaumstoff drin, wenn man los, das sieht. Hier los, hinten. Nirgends rauskommt. Auch das Loch ist gestopft. Also, oft werde ich gefragt, wie lange halten die denn, wie lange kann ich die im Aquarium halten? Ah. Im Allgemeinen kann man die so lange im Aquarium halten, solange das Aquarium dicht verschlossen ist. Aber bei denen ist halt einfach so, die brechen aus. Und wenn er mal draußen ist, kann oder findet er nicht zurück. Und das ist also das sichere Todesurteil. Ich glaube, die Haupttodesursache für Kraken überhaupt. Was ist es denn jetzt? Ist ein Oktopus ein Krake? Ist ein Krake ein Oktopus? Ja, das ist so. Hatten wir schon öfter in den Sendungen beschrieben. Jedes Ding hat mehrere Namen, weil die Tiere ja international gehandelt werden. Es gibt also immer einen lateinischen Namen, deutschen Namen, englischen Namen. Und manchmal gibt es dann auch noch so Kosenamen. Oktopus ist ganz klar der lateinische Name. Krake sagt man in Deutschland. Tintenfisch wäre dann auch ein deutscher Name. Das wäre dann der Kosename. Da hätten wir dann schon wieder die nächste Frage. Weil der tintenähnliche Flüssigkeit ausstoßen kann, die oft gesagt wird, schwer giftig ist. Schwer giftig ist also übertrieben. Leicht giftig. Allerdings so giftig, dass er oft in kleineren Aquarien das ganze Aquarienwasser so schlecht machen kann, dass der gesamte Tierbesatz da drin stirbt. Stößt aber nur aus, dann, wenn er ganz aufgeregt ist, meist wenn er Angst hat, wenn er Todesangst hat, zur Verteidigung. Er macht einfach eine dunkelblaue, tintenähnliche Flüssigkeit im Wasser und ist dann da drin versteckt und versucht dann ganz schnell zu flüchten, um eben vom Fressfeind nicht erwischt zu werden. Aber ich habe zu Hause ein Töpfchen, wo Sepia draufsteht. Und da steht darunter Tintenfisch. Ja. Flüssigkeit, irgendwie sowas. Das sind natürlich unterschiedliche Arten. Es gibt natürlich auch ganz viele Tintenfisch- oder Kraken-Unterarten. Und die Sepia ist eine Art, die optisch etwas anders lebt. Die lebt also meist im Sand, kann auch schwimmen, schwimmt aber fast nur waagerecht. Jemand, der also jetzt einen Wellensittich zu Hause hat oder einen Papagei, hat sowas sicherlich schon mal gekauft. Das ist, um die Kalkzufuhr zu verbessern, weil
bei der Vogelhaltung. Und der Sepia hat eben ein Skelett, das ist diese Sepia-Schale. Der normale Oktopus hat gar kein Skelett. Wenn er stirbt, löst er sich schnell in fast nichts auf, bis auf der papageienartig ähnliche Schnabel, der hält sich noch eine Zeit. Aber du kannst ja mal nach den Vögeln eben laufen und mal so eine Sepia-Schale holen. Eine Sepia-Schale. Bin sofort wieder da und ja, los. Ja, hoffentlich. Norbert, meintest du das hier? Ja, genau. Das ist das Rückenskelett einer Sepia-Schale. Einen lebenden Sepia haben wir gelegentlich auch da. Aber das wäre das, was also davon überbleibt, was man dann am Strand sieht. Ja, krass. Hier stehst du die ganze Zeit rum mit dem Futter. Und alle Leute sind wahrscheinlich auch schon mega gespannt, wie ein Kraken-Tintenfisch-Oktopus isst. Mal fallen lassen. Aber das ist ja irgendwie schon bemerkenswert, dass wenn man den... Ja, jetzt da, er riecht den schon. So schnell riechen die. Wahnsinn. Und jetzt musst du dir mal so ein Seeungeheuer von Riesenkrake vorstellen. Also, vielleicht kann man jetzt irgendwie einen Mund sehen da. Weil man kann jetzt so von unten reinschauen. Wenn man an der Scheibe hängt, können wir vielleicht sehen, dass er sich denn hier an der Scheibe im Mund steckt. Da in der Mitte ist der Mund. Da schiebt er den hin. Dort. Ja. Und da hat er so einen papageienartigen Schnabel und fängt dann an, den aufzuknabbern. Ja, Wahnsinn. Jetzt sehe ich, dass der Kollege die ganze Zeit die Farben ändert. Ja. Wie geht das? Was macht er da? Ja, das ist natürlich so das Chamäleon der Meere. Oder besser gesagt ein Chamäleon, der sich ja verfärben kann. Haben wir ja auch einen Film schon mal zugemacht. Ist dagegen Muttersöhnchen in der Geschwindigkeit, wie der unterschiedliche Farben annehmen kann oder sich der Umgebung anpassen kann, ohne dass man ihn nachher wirklich noch erkennt. Ich habe auch gelesen, dass der Oktopus gar keinen echten Magen hat, sondern eher nur so ein Durchführorgan. Ist das richtig? Ja, das kommt also dann daher, weil er ja zu den Kopffüßlern gehört. Das, was sich auf Verdauung konzentriert, ist also quasi in seinem Kopf mit untergebracht und hat also nur sehr, sehr wenig Raum. Das heißt also, große Mengen auf Vorrat essen ist also schon schwierig. Im Allgemeinen fangen die gar nicht prozentual so einen großen Fisch, sondern in der Natur ernähren die sich ganz oft von Kleinstlebewesen oder sehr kleinen Krebs- und Krabbenarten. Und so ein großer Fisch, das ist natürlich für den eine kapitale Beute. Die kann der gar nicht so schnell aufessen. Norbert, jetzt sieht man hier auch mal in der Nahaufnahme diese ganzen kleinen Noppen. Ja. Die sind ja, also wie viele hat er denn davon? Also ich habe die noch nicht gezählt. Da müsste ich mal nächstes Mal, wenn ich den Fisch essen gehe, mal nachzählen. Dann werde ich sagen, bitte nicht die Ringe, sondern einmal den ganzen. Aber das sind schon einige hundert. Und ich denke mal, da wird nicht jeder gleich viele haben. Ist auch von Art zu Art unterschiedlich. Auch selbst wenn man mal so in so einem Aquarium hantiert, möchte ich jetzt nicht machen, weil die ja gerade essen. Und er sieht, da ist eine Bewegung und greift einen nach dem Finger und zieht einen mit einem Arm ran. Dann guckt man nochmal nach, wer zieht denn da? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht so ein kleines Tier sein. Ich denke mal, der hat so eine Zugkraft von 2-3 Kilo schon jetzt. Also da hat man, wenn man den raus hat, wiegt der noch nicht mal 100 Gramm und zieht so viel, weil er sich natürlich überall an Scheiben oder an Steine selbst auch festsaugt und hat da so eine Kraft und kann also richtig seine Beute, meinen Finger, ranreißen. Also ich denke mal, so ein Jimmy zieht er da rein, der hat ja nicht so viel Gegengewicht wie ich. Aber dann sind wir jetzt wieder beim Punkt vom Anfang. Wie groß können Kraken werden? Und würde es eine Krake wirklich schaffen, mich zusammen mit meinen Großeltern und meiner kompletten Familie in die Tiefe zu ziehen? Ja, also da glaube ich ja eher, dass du die in die Tiefe ziehst und nicht die Krake. Aber ich weiß von Kraken, die man gefunden hat, die so gestrandet sind, die so 15, sogar 17 Meter groß gewesen sind. Aber man hat ja auch schon ganz viele Wale entdeckt, die ganz große, schwere Verletzungen haben. Und man die kleinen Kraken-Sauchfüße an dem Wal gesehen hat. Und da waren also wirklich so große Sauchfüße dran. Das heißt also, so eine Krake hat sich wirklich an so einen Wal versucht. Ob der dann schafft, so ein Schiff runterzutun, hat natürlich mit dem Boot zu tun. Ich denke mal, ein kleineres Schiff wäre theoretisch möglich. Aber so ein großes, so ein Piratenschiff, das lassen wir mal lieber bei den Filmen und den Mythen. Okay, also hat Fluch der Karibik gelogen. Toll! Aber der Kollege,
kann jetzt keine 17 Meter groß werden, oder? Nee, da müssen wir schon mehrere hintereinander legen. Also so maximale Länge vom Kopf bis zum Armende wäre bei diesen Tieren 1,20 Meter. Aber schon bei selten großen, ausgewachsenen Tieren. Meist werden die nur 80 bis 1 Meter. Aber der braucht natürlich dann nicht, wenn er sich schreckt, ein 2 Meter großes Aquarium unbedingt haben, damit er sich morgens recken kann. Aber wie ja bei allen Tieren ist es immer viel spannender, die Größe unterzubringen, nicht unbedingt Mindesthaltungsrichtlinien einzuhalten, sondern den Tieren es schön zu machen. Also so ein Becken von, wenn er erwachsen ist, von 2-3 Meter, wäre dann schon schön für das Tier. Aushalten wird er das aber auch in kleiner. Aber jetzt habe ich im Internet öfter mal gelesen, dass Kraken 3 Herzen und 5 Gehirne haben sollen. So viele Gehirne. Ja, mit Gehirne ist man sich ja nicht ganz einig. Aber mit den 3 Herzen, das ist nachgewiesen, die haben die tatsächlich. Die haben auch, jedes Herz hat also eine andere Funktion. Eins nur für das Gehirn zum Beispiel. Mit den Gehirnen ist das aber so, da gibt es ein Haupthirn. Und ich möchte mal sagen, Nervenknoten oder Nebenhirne oder wie wir das nennen wollen. Aber da streiten sich die Gelehrten drüber. Wir können auch nie nachgucken. Das ist also hier bei dem kleinen Krake noch ein bisschen zu filigran, um da zu gucken. Du könntest heute mal eine schöne Aufgabe machen, wenn ich mich jetzt verkrümel. Aber du gehst schon. Ja, ich denke. Ich hätte echt noch ein paar Fragen gehabt. Ich wollte die Sendung mal ein bisschen länger machen. Hast du denn noch eine Frage, wo nur einer wach bleibt? Die sacken schon alle da drüben weg. Schlaft ihr schon? Nee, ne? No, wir machen jetzt noch mal eine ganz kurze Instagram-Fragenrunde. Ich habe wieder ein paar Zuschauer gefragt, was die für Fragen zu Oktopussen haben. Und ist die Mehrzahl eigentlich Oktopussen? Ja, Pussy nicht, also Pussen dann wohl. Schafshund fragt, zählen Kalmare auch? Was weiß man über den Koloss-Skalmar? Ja, es gibt ja natürlich von allen Tieren ganz viele Arten und Unterarten. Die Familie der Tintenfische, Kraken, Oktopusse ist riesengroß. Aber Kalmare gehören ganz klar dazu, ja. So, die Frage finde ich sehr gut. Sessix9 fragt, wer wohnt in einer Ananas tief unten im Meer? In einer Ananas? Ja. Eine Ananas lebt gar nicht unten im Meer, das kann gar nicht sein. Diese Frage muss man mal neu stellen. Ananas wächst auf Plantagen und nicht im Meer. Norbert, ich weiß die Antwort. Da bin ich gespannt. SpongeBob Schwammkopf. Ja, das ist so deine Generation, du guckst das. Das verstehe ich auch. Ich habe auch angemessen Mitleid mit dir. Aber die Frage ist einfach zu hoch für mich. Der Herr Idur fragt, wie stark ist der Schnabel eines Kraken? Kann er eine Hand ganz einfach brechen? Ja, also der Schnabel ist ja so papageienähnlich und hat natürlich mit der Größe des Tieres zu tun. Also selbst so kleine Tiere, wie wir gerade schon gesehen haben, schaffen schon, einen Finger blutig zu beißen. Und wenn er natürlich einen Meter groß ist, gibt das schon sehr, sehr böse Fleischwunden. Wenn man vielleicht zu einer größeren Art geht, die 2-3 Meter ist, sehe ich da gar kein Problem, dass er an die Knochen bricht. Und die letzte Frage, ZPIL 3012 fragt, warum werden sie immer als die Bösen hingestellt? Ja, eigentlich ist der Oktopus kein Böser. Natürlich ist er auch ein Jäger, aber der fängt eigentlich Kleintiere. Ich glaube, da geht in den meisten Fällen die menschliche Fantasie durch. So wie wir gerade so Piratenfilme oder so angesprochen haben, dass die riesengroß sind und Menschen vernichten oder so. Das ist vielleicht die Urangst der Menschen vor dem Meer, vor den Untiefen. Und jeder hat Angst, dass da unten ein Seeungeheuer rauskommt. Und deshalb haben die einfach so was Böses. So im Gleichen ist das ja, weil viele haben Angst grundsätzlich vor einer Schlange oder vor einer Spinne. Und ich denke mal, da ist beim Oktopus genauso. Du hast Angst vor Haien, ich habe Angst vor Walen und es gibt Leute, die Angst vor Oktopussen haben. Ist doch vollkommen okay. Ja, so im freien Meer, wenn man da einmal die Begegnung mit Haien hatte, was ich mal hatte, wo ich so abgetrieben worden bin, das war nicht prickelnd, das muss ich auch nicht wieder haben. Aber ich glaube, dann mit den Oktopussen muss ich heute auch nicht mehr haben. Da hinten steht noch der ganze Becher mit den Fischen, die kannst du mal schön verfüttern. Hast du eine schöne Aufgabe. Sehr gut, vielen Dank. Ich gehe in eine Pause. Und du musst in die Pause, okay, ich dachte, du musst arbeiten. Na, jetzt in eine Pause. Heute mal eine Pause. Tschüss.
Tschüss. Also Leute, der Kollege hat keine Angst mehr. Vielleicht sind wir heute ein bisschen länger geworden im Video und ich hoffe, es hat euch trotzdem bis hier gefallen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Oktopus, natürlich wie immer hier unten in den Kommentaren die Fragen stellen. Norbert wird für alle eine richtige Antwort haben. Hier oben natürlich Instagram zu zeigen, nicht vergessen. Falls ihr noch weitere Tiervorschläge habt, auf jeden Fall hier am Praktikant Jimmy. Und diesen YouTube-Kanal natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Die Glocke direkt mit am machen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann habt ihr auch immer wieder tolle Videos wie die beiden hier unten. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Macht es gut. Tschüss.